Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von euren Charles und natürlich von eurer Neo. Ich begrüße euch zurück in Final Fantasy 14. Heute mit dem Level Guide von 51 bis 54, denn dort bekommen wir ein neues Kommando. Warum von 51? Zuerst zwei Sachen vorweg. Ihr müsst mal gucken, die Sammlerscheine anzunehmen. Sammlerscheine-Annahme, die gibt's in Ishgard. Das heißt, dort holt euch diese Quest und abzugeben ist diese dann in Mordona. Und das zweite, was ihr machen müsst, und zwar, ihr müsst die Level 50 Quest haben, plus den Übergang ins neue Add-on. Das heißt, wir gehen aus Realm Reborn hinaus, nach Heavensward. Hier gibt es eine Übergangsquest. Und hier ist es so, wenn ihr die Level 50 Aufgabe gemacht habt, und ebenso diese Quest, dann ist es genau ein Level. Also wenn man die zwei XP-Zahlen zusammenrechnet, dann seid ihr Level 51. Und hier sieht man jetzt eben, Neo ist bereits Level 51. Sie hat eben auch diese blaue Haupthand angelegt. Das ist eben die vom Zimmerer, Stufe 50. Und sie hat auf der linken Seite das Level 51 Gear an, außer die Teile, die bleibt 42. Das bekommt ihr ebenso in Ishgard am Markt. Also hier könnt ihr euch das ja günstig kaufen. Denn es macht keinen Sinn, mit dem alten weiter zu craften. Ich bin relativ lange gesessen, um euch ein bisschen was ja hier Sinnvolles auch zu zeigen. Denn es ist nicht so einfach, ohne jetzt Meisterbücher und ohne das Gear zu haben, wirklich effektiv dann in Heavensward eben zu leveln. Aber trotzdem habe ich natürlich eine Möglichkeit gefunden. Ich klicke jetzt mal schnell meinen Buffut weg. Es ist so, ich habe jetzt 302 HP. Für die kurzen und langen Crafts brauchen wir einmal 310 und einmal 305 HP. Ich zeige euch natürlich, wie die bekommt. Ich habe hier nur Fachwissen 3 Materia drinnen, wie man sieht. Ich habe die halt reingemeldet, weil ich sie hatte. Solltet ihr das nicht haben, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ihr könnt euch auch Bufffood besorgen, dass ihr auf diese Werte kommt. Also wie gesagt, 310 und 305, also das brauchen wir. Holt euch Bufffood. Aber meiner Meinung nach ist es am besten, gerade am Anfang, wenn ihr auch mehrere Klassen levelt, dann guckt so wie ich, guckt, dass ihr ein bisschen Materie reingebt, die ist nicht so teuer, Marktbrett. Und die Quest normalerweise solltet ihr haben, denn diese Quest solltet ihr gemacht haben, sonst wärt ihr nämlich nicht in der Level 50er Quest. Wir mussten nämlich schon mal Materie einsetzen unterwegs. So, aber langer Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, wenn wir uns diese Rezepte anschauen, die sind gar nicht mal so ohne, denn wir haben 3951 Qualität bei 196 fertig mit. Im Vergleich zu den davor, ebenso wenn man es vergleicht mit einem Sterne-Rezept, dann ist es ums Doppelte fast. Also hier ist ein Riesenunterschied, das waren 1 Sterne Fichtenbalz mit 97 und 2600. Und jetzt waren wir eben 169 bei fast 4000. Man sieht also hier, haben sie einen relativ hohen Sprung reingemacht und mit dem habe ich ein wenig gehadert. Jedoch, ich zeige euch jetzt natürlich, wie so eine Rotation aussieht. Ich habe mir das zum Vereinfachen zu erklären in einem Makro geschrieben. Werde es aber mit euch händisch drücken, um euch auch ein wenig zu erklären, was wir hier machen. Ich habe es wie gesagt nur gemakrot. Ich werde die Makros auch reinschreiben, natürlich in meine Liste. Die könnt ihr dann bis Level 54 verwenden. Aber ich muss da noch was dazu sagen. Also dreht jetzt nicht ab und sagt, okay, ich habe das Makro. Nein, da gibt es noch ein paar Erklärungen dazu, denn so einfach ist es wirklich nicht in Heavensward gewesen und es ist es immer noch nicht. Man hat uns es zwar vereinfacht, aber es ist trotzdem schwer. Also ich finde es mit dem Gear relativ schwer. Mein Gear sieht so aus, generell, bevor ich es vergesse, ich habe Kunstfertigkeit 269 bei 274 Kontrolle und wie gesagt 302 HP. Hab dann den 55, die Nebenhand noch die 39er. Hier könntet ihr euch noch eine bessere besorgen. Ich schaff's aber mit der. Wenn ihr eine bessere habt, ist es kein Problem. Und den Rest, den habe ich euch schon gezeigt. Werde es trotzdem nochmal drüber geben. Das ist im 45er Ohrring, 49 Hals, 46er Handgelenke, 47 Finger, die zweimal. Wie gesagt, das ist 51, außer die Teile, die ist 42. Und hier kann man auch nichts wirklich Besseres holen im Moment, denn sonst hätte man müssen die Meisterbücher machen, aber das will ich mir jetzt in der Stufe nicht antun, denn sonst würde man auch zu schnell leveln und deswegen habe ich hier eben für mich diesen Stopp hineingemacht. So, also bevor wir das Makro beginnen, müssen wir natürlich noch unsere HP machen. Hier habe ich jetzt so einen Bluttomatensalat, das heißt, ich werde mal benutzen. Komme eben jetzt auf meine 310 HP und wir werden das jetzt mal craften. Das sieht eben so aus.
Wir nehmen die 5 Stück in HQ. Die waren billig am Markt, deswegen nehme ich die. Und wir craften mal los. Ich werde es aber natürlich mit euch besprechen, warum und wieso alles so ist, wie es ist. Wir fangen an mit einer inneren Ruhe. Eine Nachhaltigkeit, die normale. Vergesst hier eine Zweier. Das geht sich sonst am Ende nicht aus. Jetzt haben wir 4 hastige Veredelungen. Also 4 Stück, die müssen, wenn es geht, durchgehen. Und die vierte, sobald die Nachhaltigkeit ausgelaufen ist, stoppt ihr. Jetzt müssen wir machen eine Wiederherstellung. Eine Nachhaltigkeit jetzt nochmal. Eine Innovation. Jetzt müsst ihr gucken, wenn ihr ein Gut habt, drückt ihr jetzt die Veredelung. Und wenn nicht, drückt ihr jetzt die hastige Veredelung. Denn wenn wir jetzt ein Gut hätten, dann können wir nämlich jetzt so die Veredelung drücken. Und jetzt müssen wir abschließen, es hilft nichts. Wir haben nochmal 30 Belastbarkeit, wir können die eine Nachhaltigkeit, die können wir nicht mitnehmen. Das heißt, wir machen jetzt eben eine große Schritte. Haben jetzt auf dem Bayergott auch noch die Innovation aktiv. Das heißt, wir haben hier jetzt doppelt Innovation plus große Schritte. Können also Bayergott machen. Und können zweimal bearbeiten. Man sieht, das Gear ist hart an der Grenze, genauso wie die HP. Ja, also man sieht, es ist richtig hart an der Grenze. Ist leider kein HQ geworden. Wäre es aber jetzt nochmal, und zwar in Makrogeschwindigkeit ablaufen lassen. So wird es halt dann als Makro aussehen. Das einzige hier könnt ihr jetzt nicht auswählen in Veredelung oder Hastige. Also wenn ihr hier jetzt dann ein Gut bekommt auf der Hastigen und die geht schief, dann habt ihr, jo, haben wir Pech. Also kann man nichts machen. Es läuft ihm jetzt fertig ab. Mit 6 innere Ruhe, das ist schon mal okay. Also hier muss man zufrieden sein. Denn wie gesagt, wir haben relativ viel Hastige drinnen. Und die ruhige Hand 2 wurde uns ja genommen, also bleibt uns nichts über. So, das ist einmal das hier. Ich habe natürlich ein Makro noch gemacht, und zwar für Level 51 mit der 80er Belastbarkeit. Hier muss ich aber dazu sagen, ihr müsst ein wenig aufpassen. Es gibt verschiedene, vor allem am Anfang, 51er Sachen. Hier, ich bin jetzt im Moment beim Zimmerer, hier ist es kein Problem, die sind alle gleich. Das heißt, die sind alle bei 421, wie man sieht. Nur wenn ich jetzt meinen Gerber anwähle zum Beispiel und ihr guckt ganz am Anfang, dann habt ihr Rezepte mit 339, obwohl es 51 ist, und ebenso 51 mit 421. Also hier gibt es 2 verschiedene Rezeptstufen, würde ich mal sagen, so würde ich es mal ausdrücken. Ich habe euch aber Makro geschrieben, dass für beides funktioniert, denn wir haben hier, und zwar das Kommando der letzten Kontrolle drinnen, und das gucken wir uns jetzt auch gemeinsam an. Warum ist das Makro wichtig? Ich habe in der Einleitung gesagt, ihr sollt euch die Sammlerstücke holen, denn wenn wir gucken hier unter Timer, Rowenas Haus der Wunder, hier sind Sammlerstücke drinnen. Wozu benötigen wir die? Und zwar, wir brauchen diese Sammlerscheine, die brauchen wir dann bei Level 60. Hier können wir auch teilweise umtauschen für Gear. Also hier, wir gucken, dass wir uns erstens die Scheine holen und zweitens, wir können gut damit leveln. In dem Fall, ich bin jetzt Zimmerer und müsste hier diesen Mithril-Dreizack herstellen, und ich habe auch alles vorbereitet, wie man sieht. Das heißt also, ich werde den jetzt herstellen als Sammlerstück. Nur natürlich mit unserem Makro. Das heißt, ich verbinde jetzt mein Makro mit so einem Craft. Und das ist ein 421er, wie man sieht, bei 4561 und vor allem angepasst. Ich bin Zimmerer 51 und das Rezept ist 51. Ich sage es euch gleich, wenn ihr mit dem Makro zum Beispiel 52 machen wollt, wird es nicht gehen. Guck mal, 503 ist zu viel. 53, 586. Das bespreche ich aber nach dem Makro. Ihr müsst immer angepasst craften. Sonst klappen die Teile nicht. Das hat schon zu Heavens Ward nicht funktioniert. Also gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir müssen diesen Dreizack craften. Hier habt ihr ein Kommando bekommen und zur Sammlerstück Synthese. Die macht ihr an. Und dann steht Sammlerstück Synthese. Dann könnt ihr das machen, ihr könnt nochmal vergleichen, ob sie das richtige ist. Da geht ihr hier hinein, geht auf Synthese-Rezept suchen und dann seht ihr der Dreizack. Den hat er angewählt und den brauchen wir. Das können wir wegklicken. Den Wert, den wir benötigen, das von 130 weg. Also wir brauchen einen Sammlerwert von 130. Ich mache das jetzt mal auf und wir fangen schon an bei 136. Also das haben sie auch geändert. Hier, wenn ihr mit HQ anfangt, dann ja, habt ihr schon den ersten Sammlerwert.
Wie sieht dieses Makro aus, da ich es eben so geschrieben habe, dass ihr beide Stufen craften könnt, ist es so, dass ihr am Anfang eine letzte Kontrolle habt und am Ende zwei bearbeiten. Hier seid ihr flexibel. Wenn ihr hier bearbeiten zu früh fertig seid, dann könnt ihr vor der großen Schritte hier noch eine hastige Veredelung reinmachen und ein Bearbeiten raustun. Aber für die Levelstufen, die wir benötigen, soll es eigentlich reichen ohne Probleme. Jo, starten wir. Somit, wir fangen an. Ich lese es vorher ab, und zwar innere Ruhe. Dann die letzte Kontrolle, dass wir eben nicht fertig werden, denn wir haben dann Name der Elemente, Nachhaltigkeit 2 und 2 Zeichen der Elemente. Also wir machen schon zwei Fortschritte auf der Nachhaltigkeit 2, um hier nichts zu verlieren. Machen dann drei hastige Veredelungen, mehr von den HP haben wir eben nicht. Dann haben wir noch drei Veredelungen, Innovation, Veredelung. Und dann kommt der Finisher mit große Schritte Bayercode und 2 bearbeiten. Und das gucken wir uns jetzt in Ruhe mal an. Eben innere Ruhe, letzte Kontrolle, es geht halt relativ fix, Name der Elemente, Nachhaltigkeit 2, jetzt machen wir unseren Fortschritt und jetzt greift auch die letzte Kontrolle. Also hier kann er jetzt nicht drüber schießen, weil wir die letzte Kontrolle haben. Denn dieses Makro, wie gesagt, verwenden wir bis Level 54 und mit dem könnt ihr natürlich auch niedrigere Crafts dann craften. Wenn ihr 53 seid, könnt ihr auch 51er craften und so weiter. Wie man sieht, jetzt machen wir eben unseren Veredelungsfortschritt. Wir gucken, dass wir so viele innere Ruhe aufbauen wie möglich. Haben die Innovation und die Veredelung, die Innovation aktiv eben. Warum aktiv? Dass sie hier beim Bayergott noch wirkt. Wir werden jetzt Teil 2 machen, große Schritte, Bayergott. Und zweimal bearbeiten. Wenn wir hier irgendwo viele Gut drinnen haben und so weiter, dann schießt ihr auch ohne Probleme hier hinauf. Ich nehme das mal an. Und dann könnt ihr das so eben abgeben. Ich werde es jetzt mit euch schnell abgeben, damit ihr auch wisst, um was es geht. Das heißt, ich port mich mal nach Modona und werde es mal der Sammelpupsi mal geben. So, Modona, ihr braucht ihr nur hochlaufen. Und hier, wo die Lytrolona ist, die kommt dann später nochmal dran. Da gibt es extra einen Guide dazu, was sie noch alles hat. Hier gibt es Sammlerstücke, Begutachterin. Und der drückt mir das jetzt in die Hand. Man sieht, ich habe jetzt den hier, werde den eben abgeben. Und ihr seht, ich habe ein Level gemacht. Ja, also so fix geht's, denn ich wollte jetzt auf Level 52 kommen. Wenn ihr jetzt weiter craften wollt, und zwar die Rezepte mit 52, dann funktioniert's nicht. Es funktioniert deswegen nicht, weil unser Gear nicht gut ist. Man merkt hier jedes Gearstück, das heißt, ich muss jetzt hier optimieren. Ich sehe, ich habe nichts Besseres, aber ich wechsle nur mal kurz die Klasse, um es zu vereinfachen. Ich habe zuerst gemacht und zwar meinen Gerber. Ich werde jetzt auf meinen Gerber wechseln. Und zwar hier, der hat jetzt an, und zwar das Gear. Eine Haupthand 52, die bekommt er mit 52. Und der Unterschied ist nämlich riesig. Ich vergleiche es jetzt schnell mal mit der, die wir hier hatten. Und zwar, die Werte sind immer gleich, das heißt, das ist egal, wenn ihr vergleicht. Und wenn ihr guckt, wir hatten bei dem 50er, hat man 107 Kunstfertigkeit. Und jetzt bei 52 50% mehr, also 150, bei der Kontrolle nochmal 20 mehr, also ein Drittel mehr Kontrolle drauf. Und das ist schon heftig, also das merkt man richtig bei den Crafts. Und ebenso bei der Nebenhand, hier habe ich jetzt eine HQ drinnen und das könnt ihr dann natürlich auch noch tauschen. Ich bin beim Weber zum Beispiel noch ein Stück weiter und der hat schon wieder komplett anderes Gear an. Und hier seht ihr zum Beispiel, der hat das 53er Gear, das ihr auch zum Kaufen bekommt. Und hat dann eben die 52er Haupthand und die 53er in HQ Nebenhand. Das könnt ihr dann selber craften. Das einzige beim Schmuck, hier müssen wir noch warten. Da werden wir dann bei 54 gucken, wenn ich den nächsten Guide mache. Ihr seht, ich bin eh kurz davor, wo wir uns dann bei 54 wiedersehen. Dass wir eben hier auf der rechten Seite gucken, dass wir das upgraden. Die wichtigen Sachen sind die HP, denn mit den Makros, die ich euch gezeigt habe, könnt ihr eben das craften. Ich werde jetzt auf meinen Gerber zurückgehen, denn wie gesagt, der ist schon präpariert. Ich möchte euch nämlich zeigen, wegen den Makros, das war hier eben dann, wenn ich gucke, jetzt, ich bin jetzt Level 52 und ich habe jetzt leider hier nichts mit. Zum Beispiel den hier, man sieht 503. Das ist, glaube ich, auch ein Sammlerstück. Dann werde ich den nämlich gleich als Sammlerstück craften. Also hier, genau. Hier guckt eben, dass ihr immer so craftet, dass es Sinn macht. Ja, also
Marken. Entweder Marktbrett oder Sammlerstücke. Wie man sieht, ist jetzt 52 und ich bin 52. Wer jetzt hier, ich habe nur einen Regenbogen von meiner HQ. Die HP passen noch und werde jetzt das Makro nochmal ablaufen lassen. Und ihr werdet sehen, dass sich das auch ganz genau wieder ausgeht. Würde ich jetzt das Gear von vorher anhaben, also nur das 51er, ach, also bei der Haupthand vor allem, dann geht's nicht mehr. Ihr würdet es hier sofort merken. Ohne der Haupthand bleibt das Ding irgendwo hier stehen und ihr bekommt das iPhone nicht fertig. Und deswegen guckt, dass ihr aktuelles Gear anhabt. Genauso wie eben dann bei Stufe 53. Natürlich könnt ihr auch immer drunter craften. Ihr könnt jetzt, wenn ihr 53 seid, auch das 52er Teil weiter craften. Das ist egal. Ihr sollt es nur abgeben. Und natürlich auch so craften, dass es Sinn macht. Bitte vergesst nicht, ja, schmeißt einfach eure Mats nicht weg. Und wie ihr seht, hier, man merkt, das Gear kommt hier richtig an die Grenze. Ich komme ja gerade einmal auf die 2800, habe aber vergessen, oh, die Sammlerstücke sind diese reinmachen. Aber ist egal. Ich habe jetzt Kampfstiefel des Handwerks hergestellt, denn der hat mir die Sammlersynthese deaktiviert. Aber ich hätte das Teil auf jeden Fall abgeben können. Kann es nochmal machen, dass ihr auch seht. Mach es jetzt nochmal das Sammlerstück. Dass es immer zum Abgeben dann wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt 64 und das reicht dann allemal, um euch diese XP zu holen für Level 53. Wichtig ist für mich bitte, denkt halt, überlegt, wie funktioniert so ein Craft, wie hängt das alles zusammen. Wenn möglich, so wie ich am Anfang, craftet die ersten Mal mit der Hand, damit ihr auch weiß, was passiert. Makrocraften ist zwar schön und gut, aber ihr seid halt hier einfach nicht flexibel. Ich persönlich werde das meiste jetzt mit der Hand craften, um einfach die Gute und so weiter mitzunehmen. Also hier möchte ich mir ehrlich gesagt nicht auf die Makros verlassen. So, und jetzt sehen wir da bei Makro 2, dass es eben funktioniert. Wir haben 395 Sammelwert. Und ihr seht, ich bin hier knapp davor. Wenn ich ein bisschen mehr Kunstfertigkeit habe, dann könnte ich eben schon, ja, am Ende, und zwar, ich zeige es euch nochmal, hier einfach tauschen, einbearbeiten, raus, hier. Ja, und ihr guckt dann, dass ihr oben, müsst im ersten Teil hier eine Veredelung, haben wir schon drinnen, hier eine hastige Veredelung zu einer Veredelung machen. Dann geht sich das ohne Probleme aus, wenn ihr natürlich die 18 AP habt. Ihr müsst halt dann rechnen. Wenn ich, hier könnt ihr auf jeden Fall umstellen, denn wir haben hier einbearbeiten zu viel, hier müsst ihr einfach flexibel gucken. Ich sag's euch ganz ehrlich. Und deswegen händisch craften, meiner Meinung nach, macht natürlich hier am meisten Sinn, denn wenn ihr guckt, jetzt ich gebe es mal ab, ich gebe nur das eine, okay, ich habe zwei gemacht, hatte, welche sind der höhere, der ist der höhere mit 417, also ihr seht 700.000 EP, Level Up und ich habe auch schon meine präzise Veredelung und trotz allem, wir werden uns sehen und zwar bei Level, ich gucke jetzt nochmal, 54, das heißt bei 54 sehen wir uns wieder, denn es gibt hier keine neuen Kommandos dann bis 62 und deswegen wird der nächste Geizen dann von 54 bis 60. Jo, somit ich hoffe, es hilft euch weiter, hab schon wieder immens viel gequatscht, es tut mir leid, ich hoffe ihr habt alles verstanden. Es ist nicht so simpel mit diesem Gear zu craften, wie man merkt, es ist richtig, richtig am Limit und wie man sieht, ich kann hier jetzt schon wieder Neues anlegen bei 53 und kann jetzt mit dem weiter craften. Also ihr seht, immer dranbleiben beim Gear. Jo, somit Kommentare, Like, Abo gerne gesehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Somit ein Tschüss von mir und ein Tschüss von eurer Neo.